Warte mal, mit den grünen Hüten, die saßen ja in der zweiten Reihe praktisch nebeneinander. Ja. Grau. Gelb, Spitzbart und dann der letzte, den Arm fehlt. Normal wird hier vorne dann irgendwas aufgeht an dem Eulending. Der Orgel da, ja. Ja. Oder müssen wir bestimmen, wer der Widerstand ist? Über die Zeichen. Wer zum Widerstand gehört? Ja, weil das ist ja einer, den müssen wir tippen, weil dem sein Kopf hier abgefallen ist. Dem sein Kopf ist ab. In der Vitrine, das ist der einzige Vierergruppe. Die einzige Vierergruppe. Stimmt. Ja, Moment, warte mal. Warte mal. Dann drück mal. Dann müsste der Typ hinten links an der Bank mit dem Mönchskranz und dem Monokel am rechten Auge. Ja. Das müsste dann der erste sein, genau. Wer bist du? Das kann man nicht sehen. Der Kopf ist abgefallen. Ja, sag erstmal die anderen. Der andere, lass mich gucken. Ist der Typ mit dem Schnauzbart und dem Hut. Du meinst und den grauen Hut, ne? Ja, genau, der hat nur einen Schnauzer. Okay, bei mir hat er hier einen Hut. Ja, hat er ja auch. Normalen Hut. Ja, okay. Das du meinst ist dann den, der drei. Hier ganz hinten rechts steht, ne? Dass er jetzt auch genau. Markiert ist. Ja, ja, genau. Genau. Und ich muss nochmal auf die Haarfarbe gucken. Grüner Hut, blond, glaube ich. Schwierig. Wir können es ja... Ja, probieren wir mal mit blond, wenn das nicht geht. Ja, rothaarig ist die Tochter aus dem Königshaus. Beschreib mal die Geistlichen, die du bei dir oben hast. Was meinst du mit geistlich? Ja, also die mit den Kutten. Ja, Schnäuzer und nee, stimmt gar nicht. Ja, und geistigen Hut. Mit grauen Haaren, also beziehungsweise mit, ja, oder blonde Haare mit Bischofshut. Graue Haare mit Bischofshut oder Ziegenbart mit Bischofshut. Weil ich würde sagen, dass der Typ hier mit der, wo der Eimer mit, also der an der Bank vorne links bei dem Eimer mit der Ziegenmilch sitzt, dass der zweite ist. Der mit dem Ziegenbart vorne sitzt? Genau, neben dem, der neben dem Dude sitzt, mit wo der Arm fehlt. Ach so, ja. Dass der zweite ist. Also erst Monokel, dann der mit dem Ziegenbart. Genau, dann kommt der mit Hut. Und dann rote und dann... Blonde Haare. Genau, blond. Nee. Okay, das war nichts. Probier da mal mit Rot. Also die Königin. Oder die Königstochter. Passiert auch nichts. Aber in den
Also mit den Notizen kannst du feststellen, wer zum Widerstand gehört, aber das ist ja auch irgendwie komisch. Die überall rumliegen. Geh nochmal hin. Ja, Typ mit der Mönchskranz. Dann der eine Geistliche. Typ mit schwarzem Schnauzbart und schwarzen Hut. Jennifer, Job, Larissa, Lennart, Nils, Peter, Romy, Surine. Das ist das Einzige, was leserlich hier rumliegt. Ansonsten würde ich sagen, probier die anderen Geistlichen mal durch. Ich probiere hier oben schon die ganze Zeit einiges durch. Sollen wir nochmal tauschen? Achso, bist schon mal hier. Schieb ich mal nochmal hoch. Okay. Im Fahrstuhl. Ich drehe. Du drehst. Du bist oben. Ich bin oben. Ich lasse los. Roger, Roger. Oder hat sich die Königsfamilie unter dem Publikum versteckt und das ist das Ziel. Oh mein Gott, ich habe ja noch Adobe Photoshop im Hintergrund offen. Tja, wie fühlst du dich jetzt dabei? Schwierig. Wobei, wenn ich jetzt mal... Ich glaube nicht, dass es die Frau ist mit dem blonden Haar, sondern dass es wirklich die... Es ist die rothaarige. Ja, es ist genau, rothaarig oben. So, es ist nämlich eigentlich hier Monokel und dann halt einer, wo wir es nicht genau wissen. Dann kommt ja drei, die... Dann kommt der Grautyp mit Schnäuzer. Bin ich doof? Als letztes die Frau. Wolltest du nicht den Typen mit... Ach nee, halt, vergiss es. Dann probier mal, wenn du den geistlich machst, den mit dem Schnauzbart. Ich mach es wieder verkehrt rum. Nee, ist richtig rum gewesen. Ich vergesse mal hier die zweite Stelle. Jetzt habe ich alles durch hier.
Nee, du hast die mit den gewellten Haaren nach oben hattest du noch nicht. Okay. Von den Klerikern. Das war's auch nicht? Hä? Wenn das überhaupt das ist, was gesucht wird gerade. Es wird doch. Es muss doch eben diese eine Kombination sein. Boah, und diesmal bin nicht ich dran schuld. Tochter. Nee, du bist auch nicht schuld. Schau mich gerade mal nochmal in der hier unten um. Bei Notizen in der Kapelle sollen auf die Leute des Widerstands hinweisen. Never sit behind or in front of another Resistance Member. Das bedeutet, dass die Resistance Member alle hintereinander sitzen. Bis auf die Königin, die ist dann außen vor. Alle hintereinander. Warte mal, ja, du sollst ja niemals vor und hinter einem der Widerstandskämpfern sitzen. Also müssen die Widerstandskämpfer alle hintereinander sein. Bis auf die Tochter der Königin, weil die muss ja irgendwie außen vor sein. Und wenn der mit... Warte, würde ich... Wenn du sagst, das ist, da wäre nämlich fast meine, also ich hätte eine Vermutung, dass der Typ mit dem Mönchskranz 1 ist, die Oma mit dem Dutt ist 2, dann die Blonde hier ist 3 und die Königin, beziehungsweise, ja, die, nee, halt andersrum. Wenn das der Reihenfolge nach geht, dann ist der du Opa 1, die Blonde ist 2, Oma müsste 3 sein. Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Und die Königin ist 4. Aber sitzen niemals vor oder hinter einem auch vom Widerstand? Das ist halt dann wieder... Na guck mal, die sitzen ja nicht in... Also... Die sitzen ja nicht direkt hintereinander. Die sitzen ja schräg. Ach so, das meinst du. Ja, also sitzen ja so nicht hintereinander.
Aber okay, wenn der hier zum Widerstand gehört, sitzen die ja hintereinander. Das meinst du? Ich muss da auch nochmal rein. Du musst aber den englischen Text lesen und nicht den deutschen nutzen. Niemals behind or in front. Du machst das gut, Baratur. Du wirst dieses Rätsel lösen. Bist du dir das sicher? Vielleicht ist es total einfach, deshalb hat das schon keinen Hinweis mehr, weil es so offensichtlich ist. Dann krieg ich Emotionen. Dann krieg ich wirklich Emotionen. Los, Balthasar, Dann halt nicht, Hund. Ich weiß nicht, ob ich das richtig übersetze. Never sit behind or in front of her. Also ist auf jeden Fall hier für die deutsche Fassung ist das nicht richtig übersetzt. Weil ich weiß nicht, ob Königstreue damit gemeint sind oder ob die Widerstandskämpfer gemeint sind. Also dass Widerstandskämpfer nicht hintereinander sitzen dürfen. Warte, ich würde mal... Also ich hätte jetzt eine Kombination hier. Mönchskranz 1, Oma 2, dann... Typ mit dem Monokel auf dem linken Auge 3 und dem Pfarrer, dem der Arm fehlt, 4. Ja, dann schick mich hoch. Warte! Na, jetzt bin ich oben. Okay. Weil die nur... Also... Vor allem Hinweis, die Notizen verraten dir, wer im Widerstand ist. Und du denkst nur einfach, du rennst, kannst hier rum. Es gibt ein Buch mit Namen drin, die dir natürlich nichts bringen. I consider myself really lucky to have, um Freunde wie dich zu haben, wie euch zu haben. Vielen Dank, dass ihr immer für mich da seid. Liebe euch alle. Ja, aber du weißt ja nicht, wie die Leute heißen, die unten sitzen. Ja. So, du möchtest was haben? Ich möchte den Opa mit dem Monokel am rechten Auge und dem Mönchskranz auf 1. Moment, der hat einen Schnauzer, ne? Du möchtest ja einen haben mit Mönchskranz und da gibt's ja nur einen mit Schnauzer. Nee, das ist diese Frisur. Ach so. Also, ja, genau, ja. Der ist 1. Und den du mit Schnauzer hattest, möchte ich auf 2. Ja. Dann die Oma mit dem Dutt auf 3. Und der... Typ mit seiner komischen Elvis-Friese und dem Monokel auf dem linken Auge. Das war richtig. Oh, ich bin eingesperrt. Okay, dann ist es so eine Art. Dann ist es nämlich so ein Dreieck gewesen. Ja, ich glaube, das ist auch mit der. Also mit den Bildern hier. Das war auf die Bilder hier bezogen, gar nicht auf unten, weil die Bilder waren auch so, dass du nur in jeder Reihe einen anklicken konntest.
Ja, stimmt. Dreieck, Dreieck. Oh, hier sind Noten und die Noten ergeben Buchstaben bei mir gerade hier oben. Das passt. Jetzt ist bei mir, jetzt ist die Orgel auch aufgegangen. Ich habe hier links eine Beschreibung. Also eine 2 entspricht einem Z. Ach nicht, eine 2 entspricht einem C. Dann so eine komische 7 mit einem Tumor obendrauf entspricht einem D. Dann, Gott, wie soll ich das beschreiben? Dann eine 7, wo praktisch zwei solche Haken oben dran hängen, entspricht einem E und das F kann ich nicht erkennen. Ja, bei mir ist und das, ja, bei mir ist das ein Punkt mit Doppellinie drunter, von links oben nach rechts unten, das kann ich nicht erkennen, der Buchstabe musste geraten werden. Notenschlüssel mit einem B ist ein G. Okay. Okay. Ein J mit einem Halbmond und einem Punkt ist ein A. Und ein Dreieck mit einem Strich von oben auf die Dreieckspitze und dann nach rechts runterlaufen ist ein B. Ich habe hier noch eine Olle. Jeder Komponist hat die Hymne nach seinem Geschmack verändert. Jetzt kann ich hier was eingeben. Jetzt, ja, genau, ich habe hier ein A, B, C, D, E, F, G. Habe ich hier zur Auswahl. Ja, was hast du jetzt gemacht? G, ne? Ich habe jetzt mal gerade gedrückt. Ich habe es nochmal gedrückt. Nein, du musst, das war, glaube ich, nicht richtig. Naja, ich wollte es nochmal drücken, damit ich es gemacht habe. Drück mal G. Okay. A. Jetzt ist ein Zeichen, das hast du unten, was wie so ein Z aussieht. Genau, das C dann. Dann drück C. Und B. Und B, okay. Jo. Dü, das ist mir das erste Notenblatt, was ich hier habe. Ja, aber was muss ich denn als nächstes jetzt machen? Weil es war das einzige Blatt hier, wo eine 1 drauf stand. Hast du irgendwo einen Namen stehen bei dir? Ich sag mal einfach, Falco steht hier auf einem Blatt, The Moderne, Wulfade, The Talented, Nanke, The Critic, YDE, The Elder, YDE, The Younger. Ich lauf nochmal durch, guck. Irgendwas hier noch am... Nee, ich kann hier nichts machen. Ich kann nur Musik spielen. Um effektiv Orgel spielen zu können, muss man wissen, wie man die Noten liest. Das haben wir ja gerade rausgefunden. Ich glaube, ich habe hier einen Reset-Knopf. Nee, resetten sollst du jetzt nicht. Der erste Abschnitt ist richtig. Steht hier sonst noch drauf? Als Jüde dem ursprünglichen Komponisten Allard folgte, steht jetzt hier. The Elder meinst du? Der Jüngere folgt dem Älteren.
Wobei da, das ist ganz komisch, da habe ich nämlich einen Pfeil, der nach unten geht auf das Notenblatt und der nach oben geht. Der nach unten geht und der nach oben geht. Also, das geht halt übers Notenblatt. Okay. Die oberen, also ich habe zwei Notenstränge und der obere zeigt einfach einen Pfeil nach unten und der andersrum, deshalb denke ich, das ist irgendwie das Drehen. Drück mal einfach A. Okay. Habe ich. Weiß nicht, was dieses Blatt bedeutet. Der Komponist hat die Geschichte nach seinem Geschmack verändert. Als Jüde dem ursprünglichen Komponisten Allard folgte. Halt, warte mal, ich habe hier so eine Art, ich weiß nicht, ob dir das was bringt, so eine Art Symbol, was aussieht wie so ein Wellensymbol halt. Ein Wellensymbol. Moment, ich fütter den Hund mal eben. Okay. So. Jeder Komponist hat die Melodie seines Vorgängers verändert, aber wo hat sie angefangen und wie hat sie sich entwickelt? Ja, angefangen war ja einfach, das haben wir ja gemacht. Genau. Und als Jüd oder Jüde dem ursprünglichen Komponisten Allard folgte. Ja, steht Moment, Allard. Allard? Ich habe nur Wohlfahrde, Fall. Ach so, nee, Allard ist der allererste. Und Jüde, wenn der dem folgt, es gibt Jüde den Jüngeren und Jüde dem Älteren. Hm. Das könnte auch sein, das Symbol hier, dass ihr es nochmal gespielt habt, wie beim ersten Mal. Kannst du das mal resetten? Okay, warte. Habe ich resettet? Dann spiel nochmal dieselbe Melodie wie gerade. Und zwar, G. G. A. Das Z. Also, was das bei C, dir. Das C ja dann. Und B. Ach. Und B. Nee, das ist nicht richtig. Okay. Sag nochmal den Satz. Also, jeder Komponist hat die Hymne nach seinem Geschmack verändert. Als Jüde dem ursprünglichen Komponisten Allard folgte. Was bedeutet das? Was bedeutet das mit den Pfeilen? Alternativ könnte ich Jüde der Ältere machen. Können wir auch machen. Dann wäre das zum Spielen, also wieder G anfangen. Okay. Das zweite, ist jetzt ein Zeichen, das weiß ich nicht. Welche Buchstaben haben wir denn? Also das war so eine, das Z ist ja das C, ja. Sagen wir jetzt mal. Dann die 7 mit diesen zwei Kugeln oben drauf ist sag ein mir D. Einfach, welche Noten du bei dir hast. Ich habe nämlich G, A, B. Ich habe C, D, F. C, E, F hast du. C, D, E, F habe ich. Aber F kann ich nicht erkennen, weil F ist abgerissen. Wer weiß, dass das dann F ist? Weil das F bei mir sichtbar ist, aber ich sehe das Symbol dafür nicht. Und das Symbol bei dir ist?
wie gesagt, das kann ich nicht sehen. Ich sehe nur den Buchstaben. Aber ich sehe nicht, welches Symbol F. Dann wird das wahrscheinlich das mit dem Punkt sein und den zwei Unterstrichen. Dann mach jetzt als zweite Note F. Okay. Dritte Note das C, also was bei dir das Z ist. Und als letztes B. Das hört sich doch schon mal besser an. Ja, ich weiß nicht, ob das der richtige, die richtige Reihenfolge ist gerade hier. Aber es spielt überragend lange. Ja, es ist schon richtig. Ja, okay. Jetzt müsstest du, glaube ich, einen anderen Text haben. Nein, leider nicht. Ich habe hier immer noch, jeder Komponist hatte Hymne, als Jude dem ursprünglichen Komponisten Allard folgte. Und das bedeutet vielleicht, er hat es vielleicht wieder rückgängig gemacht. Oder er hat 1 mit 3 getauscht. Dann fang mal mit C an. Okay. Dann F. Ja. Dann G. Ja. Und dann B. Nee. Nee, das wird falsch sein. Ja. Üde, weil ich habe jetzt noch Üde the Younger und das ist halt irgendwie so ein Tauschsymbol. Und das ist halt komisch, weil das wird halt nirgendwo erklärt, was das bedeutet. Oder ist es einfach 1 mit, ich denke mal, es ist Tausch 1 mit 3. Oder wir müssen das, oder man muss die Veränderung vom zweiten Notenblatt wieder hinfällig machen. Weil dann wäre das C. Ja. A. Ja. G. Und das letzte wäre wieder B. Nee. Nee. Ach, shit. Wenn ich einfach mal einen anderen hier reinsetze. Spiel mal bitte G. Ja. F. Ja. C. C. Nein. Nee. Das wäre nämlich jetzt eine andere Notenreihenfolge gewesen. Dann geht es eigentlich nur darum, warum ist das so komisch? Was steht hier? Die Melodiekarte können aufgenommen und strategisch auf dem Spielbrett neu angeordnet werden. Ja, schön und gut. Und wenn wir spielen jetzt, Moment, C. Mhm. Was war das nochmal? G. Nee, Moment. F.
Also das zweite ist jetzt F. Ja. Okay. G. Ja. B. Nee. Nee. Habe ich die ganze Zeit meine Latschen hier. Hund will dir was sagen. Hund will hier Action haben. Aber es kann ja nur sein, dass YDE, der Jüngere, zum YDE, den Älteren, rüberwechselt. Kann man hier noch was machen? Das Problem liegt gerade bei mir. Nicht, dass ich ja auch noch irgendwas übersehe. Und du danach eine doppelte Therapie brauchst. Wenn es an dir liegt, sage ich schon Bescheid. Na, danke. Wenn ich einfach nur die beiden gerade reinlege, dann wäre das G. Ja. F. Ja. C. Ja. C. Nee, das gehört dann später irgendwie später rein. Aber es muss ja jetzt auf dem zweiten Feld bleiben. Also ich habe hier 6 Felder nacheinander. Okay. Und das zweite Feld hat halt die Änderung der zweiten Note angezeigt. Die zweite Note. Und das haben wir ja gemacht, dann hat er ja gespielt. Dann habe ich hier ein grünes Licht bekommen. Jetzt kann ich natürlich was Neues anlegen. Wo es aber aussieht, als wenn Note 1 und 3 getauscht werden. Eins wird zur Note 3, 3 wird zur Note 1. Wo habe ich das überhaupt richtig gemacht vorhin? Ja, mach bitte nochmal C. Mhm. F. Yep. G. B. Yeah. Nee. Nein. Pep, pep, pep. Oder die müssen gedreht werden. Das wäre dann... Das wird jetzt auf selbe hinauslaufen. Das ist ja trotzdem einfach nur Z vorne. Aber man könnte das auch einfach mal versuchen. B. Ja. Ja. C. Ja. F. Ja. G. Nee. Ach, was will die scheiß Karte mir hier sagen? Ich fühle deinen Pain, ich fühle ihn so sehr. Wenn das das andere wäre, wäre es kein Problem. Aber das ist nicht erklärt. Es ist nicht erklärt, was das bedeutet, das Zeichen. Oder ist der Strich scheiße gesetzt und das ist eigentlich in Wahrheit die Note 4, die nach hinten muss? Nein, das ist die Note 3, die getauscht wird. Es wird Note 1 mit Note 3 getauscht. Alles andere wird keinen Sinn machen. Braunstift. Ein Kackstift. Braun-Kackstift. Braun-Kackstift. Reiche diesem Mann seinen Kackstift.
für C. F. E und B. Also ich würde nochmal versuchen, C, okay, F, ja, E, ja, B, B, ja, B, okay. Dann versuch mal C, A, ja. G, ja. B. Aber wieso konnte ich das denn vorhin machen hier? Das ist echt irritierend. Versuchen jetzt einfach andere. Hast du zufällig ein Zeichen, was aussieht wie, wie eine Sense mit zwei Strichen dran? Ja, das ist die 7 obendrauf. Das ist E. Also ich nenne das eine 7 mit zwei Strichen dran, aber man kann es auch als Sense sehen. Das wäre ein E. Ja, das ist ein E. Dann spielen wir mal E. Okay. F. Ja. Ah, ich sehe gerade einen Fehler von mir. Also wir können es jetzt trotzdem noch resette mal. Okay. Habe ich. Dann müsste der Schritt eigentlich jetzt hier Falco sein. Weil sonst passt das von den Noten nicht. Der hat nämlich die Änderung von ID dann nach da gemacht. Ich muss mal ganz kurz nochmal schreiben hier. Kein Ding. Das wäre dann... Das Z war F, ne? Z war F? Ja, das Z-Zeichen. Nee. Das Z ist C. Achso, das Z ist C, ja. Genau, weil das F kann ich nicht erkennen, was es ist. Ja, ja, das F ist das, was ich hier habe. Dann ist das dritte nochmal C. Und das vierte wäre, hast du zufällig eine 7 mit zwei Punkten obendrauf? Genau, das ist D. Das letzte wäre dann D. Dann spiel mal G. Ja. C. Ja. C. Ja. D. Dann kam wahrscheinlich hier Nanke. Und Nanke hat das Stück auch wieder verändert. Und zwar, ja. Natürlich toll, dass ich mir nie die Noten aufgeschrieben habe, sondern jetzt immer nur das Richtige, schon das Veränderte. Dann G aus der zweiten Sache wird ein. Das, ja,
Welche Note konntest du nicht sehen? F, ne? Genau, F konnte ich nicht sehen. F. Dritte ist. Dann immer noch C. Vierte wird zum noch einem. Noch einem C. Immer bitte G, F, C, C. Okay, G, F, C, C. Ja. Versteh's. Das, was mich irritiert, ist wirklich, dass diesen YDE gibt es einmal als der Elder und der Younger. Und ich habe gedacht, das hat noch einen Bezug auf das Alter. Und jetzt muss ich nämlich hier nochmal einen Wechsel machen. Dann stimmt nämlich das, was ich gedacht habe, dass die Noten getauscht werden bei den beiden gleich. Dann wäre das hier. Na? So, mein Kuli geht leer. Nein, gebe dem Mann einen Kugelschreiber. Ja, das ist, weil ich hier diesen billigen Merch-Kugelschreiber von Batman vs. Superman benutze. Es wird aber sein C. Nee, Moment. Doch, okay. Ist richtig. C war richtig als erstes. F. Ja. G. Ja. Nochmal C. Ja. Ich muss schnell einen anderen Kuli holen. Es wäre natürlich super, wenn der auch leer ist. Oh, du hast echt ein Pech gerade. Nee, alles gut. Entschuldigung. Was war denn das? Was war denn das? So, der letzte Abschnitt, dann verwandelt der nämlich den ersten und den letzten, wo im Moment ein C ist, der erste wird, das ist ja das E bei dir. F. E. Und der letzte wird ein. Ja, anscheinend. Spiel mal E, F, G, G. Nee, E, F, G, G ist es nicht. Ja, ich bin ein Idiot. Kaum wie ich recht habe, habe ich meine Konzentration verloren. Aber die 7 mit den zwei Strichen oben drauf ist bei dir ein E, ne? Genau. So, das haben wir jetzt zuletzt getauscht. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, das ist nämlich. Nee, das muss da ein G sein. Da muss ein G sein. Verdammt, ich bin durcheinander gekommen. Dem ich ja Kuli, warum warst du leer? Moment, hier war das. Da war das noch G, F, C, C. Dann ist das geworden C, F, G, C. Kann sich daran noch erinnern? Das letzte, was funktioniert hat, war CFGC, ne? CFGC? Boah. Ja, ist egal. Gebe ich ehrlich zu, hab ich nicht aufgepasst. Das muss ja das sein. Aber müsste das jetzt wirklich doch, sein? GFC, ja, doch, ja, doch. GFCC. E. F. G. Ach, das ist ein A. Das war mein Fehler. E, F, G, A. E, F, G, A. Juhu! Oh! 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 Meine 2 Jahre Musikschule haben sich gelohnt.
2 Jahre Musikschule? Ja, ich habe Keyboard mal gelernt. Aber die Noten sind hier keine echten Noten. So. Ich darf übrigens wieder raus. Oh ja, hier passiert was. Ja, es wird eine Treppe aufgebaut hinter der Musikbox. Also muss ich wahrscheinlich runterkommen. Ja, stimmt, du musst hier runter, weil sonst komme ich hier nämlich nicht weg. Ach, vielleicht sollte ich auch mal in Escape Room gehen. Ich glaube, das wäre ganz gut für mich. Ja. Also ich möchte es auf jeden Fall machen, auch wenn man mir keine hohen Überlebenschancen einrechnet. Aber du kriegst ja dann nur Prügel. Now sing the souls that lived here before. Yet all but two, we fled through the door. Anyone like us, caught in the ice? Hark to our song, reforge the device. When King betrayed us, we sought defiance. All of his subjects formed an alliance. We opened the door, but left two behind. They hid our device, for you left to find. To keep it secure, it's broken in three. Assemble the parts, and you shall be free. Into the graveyard, look for the glass. Cast in the foundry, base made from brass. And under our town, guarded by guilds, find the contraptions clockmaker builds. Once here assembled, let's shine the light, for it shows the way out of this dark night. Super. Wir haben bestimmt auch nur 5-mal länger gebraucht als andere Menschen für das Rätsel. Wahrscheinlich. Das scheint ein großer Ballermann zu sein.